Total Sozial, der Podcast mit Brigitte Strauß. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Die Pubertät ist eine der schwierigsten Phasen im Leben eines Menschen. Das wissen wir alle, denn da mussten wir ja schließlich alle mal durch. Wie viel komplizierter wird diese Phase, wenn der junge Mensch feststellt, ich fühle mich in meinem Körper nicht wohl, weil er sich in Richtung des falschen Geschlechts entwickelt. Da sind dann auch die Eltern gefragt. Sigrid Stiematsch-Strecker ist Psychologin und arbeitet an der Erziehungsberatungsstelle der Caritas in Sendling. Von ihr wollte ich erst mal wissen, ob das denn überhaupt häufig vorkommt, dass sich Familien an sie wenden. Wir hier in München haben eher weniger Nachfrage von den Erziehungsberatungsstellen. Das ist auf dem Land wesentlich mehr verbreitet, weil es natürlich weniger explizite Fachberatungsstellen gibt. Aber manchmal, wenn noch die Phase der Ungewissheit ist oder der Fragezeichen, dann kommen die an die Beratungsstelle. Ich erinnere mich an eine Familie, bei der die Tochter vorgestellt wurde als extrem burschikoses Mädchen. Ja, aber sichtbar war eigentlich bereits schon der transidente Junge und gar nicht mehr das Mädchen. Ich frage mich immer, wie oft kommt das eigentlich vor? Weil ich persönlich kenne transidente Menschen, also sehr, sehr, sehr wenige. Ich glaube, in meinem gesamten halben Jahrhundert Lebenszeit habe ich zwei Leute näher kennengelernt. Also ich habe jetzt Zahlen, das sind Selbstauskunftszahlen, da geht man davon aus von 3% Selbsteinschätzung der Bevölkerung in Deutschland. Es gibt aber auch Zahlen, die gehen so von 0,8% aus ungefähr. Also in diesem Bereich, in dieser Spanne befindet sich das. Ja. So. Was passiert denn, wenn der erste Gedanke aufgekommen ist? Was geht im Kopf eines Kindes vor? Wie entwickelt sich das weiter? Wann merkt es das überhaupt? Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Was man sagen kann, ist, dass die ersten Gedanken, eine Transidentität zu haben, bis zum Coming Out oft viele Jahre umfasst. Ja, und da ist es ganz wichtig, glaube ich, unsere Sensibilität zu erhöhen diesbezüglich, auch schon im Kindergartenbereich eventuell oder im Grundschulbereich, wenn uns da was auffällt, dass wir da sensibel damit umgehen und gegebenenfalls da schon beginnen, die Eltern zu unterstützen. Warum ist das da schon so wichtig? Naja, weil die Kinder das möglicherweise einfach nicht formulieren, aber die Fragestellung und die Frage an sich, was bedeutet das für mich? Das tragen die ja in sich. Also von diesem transjungen Transmann weiß ich's, der hat sich bereits im Kindergarten als Junge gefühlt und eigentlich immer Jungsklamotten lieber getragen und lieber mit den Jungs Fußball gespielt als andere Dinge gemacht. Das war immer so. Aber so richtig entscheidend wird's ja, glaube ich, in der Pubertät. Da entwickelt sich der Körper ja in eine Richtung. Also Sie merken scheinbar, mein Körper entwickelt sich ganz anders, als ich den gerne hätte. Also was passiert da? Das ist die kritische Phase dann, weil dann tatsächlich die Veränderung, wenn Sie ein 9-jähriges Mädchen nehmen, das hat einfach auch ihre Schlabberhosen an und ihre Jungs-T-Shirts und spielt Fußball, da ist noch gar keine Problematik da. Aber sobald Brustwachstum beginnt, zum Beispiel bei einem Transjungen und eventuell auch die Menstruation einsetzt, wird diese Wahrnehmung, ich bin nicht mein Körper, ja, also noch mal deutlicher. Und die Schwierigkeit, mit diesem Körper umzugehen, tagtäglich, alltäglich umzugehen, mit den Veränderungen, die ja quasi mitbringen, ich gehe jetzt in diese eine Richtung, Frau zu werden sozusagen. Und das macht natürlich enormen Druck, das macht große Schwierigkeiten, das macht noch mehr Aversion möglicherweise gegen den eigenen Körper, als es bisher schon war, ja, und aber versteckt werden konnte, ja. Also Transjungs sind diejenigen, die eigentlich sich männlich fühlen und mit einem weiblichen Körper geboren sind. Also da, wo es hingeht, das ist immer das Geschlecht, das man nennt. Also genau. Da habe ich das. Ja. Diese sprachlichen Schwierigkeiten sind ja ziemlich weit verbreitet. Ja. Also Sie nicken gerade verständnisvoll. Ich bin da nicht ganz dumm und außergewöhnlich. Nein. Aber wir müssen da dazulernen, alle. Ja. Ich glaube, wir sind da gerade sehr am Lernen, alle. Und diese Offenheit, das ist ein ganz wichtiger Bereich, ja. Die Kinder, sagen Sie gerade, beschäftigen sich mit der Fragestellung,
innerlich schon lange, also wann auch immer sie das zum ersten Mal äußern können? Nicht alle. Also da gibt es einfach Unterschiede. Mhm. Ich glaube, okay. Da gibt es keine Norm, wann das auftaucht. So ist, aber okay. Doch ein ganz guter Teil berichtet davon, dass es immer auch ein Gedanke schon im Kindergartenalter war oder so. Ja. So mhm. da die Jungs, da die Mädchen mhm. und die rennen automatisch in die falsche mhm. Ecke mhm. und so. Stellen das gar nicht in Frage. Ja. Mhm. Für die Eltern kommt es trotzdem wahrscheinlich ziemlich überraschend. Sie haben ja gerade gesagt, diese Familie haben ihr Kind als buschikoses Mädchen vorgestellt. Mhm. Und das ist so das Bild, das sie von ihrer Tochter hatten. Ja, so ganz überraschend war es dann nicht, als die gemeinsam irgendwie die Gelegenheit bekommen haben, bei uns in der Beratungsstelle auch zu reflektieren, also Vater und Mutter. Da wurde ihnen schon klar, dass da viele Anzeichen waren, auch schon früher. Aber sie haben das halt eingeordnet unter burschikoses Mädchen und haben auch nie gefragt, wie geht's dir denn und so weiter, bis es dann halt einfach schwieriger wurde, als die Pubertät begann und sie gemerkt haben, dass ihre Tochter, später Transsohn, einfach depressiv geworden ist und sich zunehmend zurückgezogen hat und so weiter und viel Sport gemacht hat und solche Sachen und dann gemerkt hat, es geht ihr einfach nicht gut. Ja. Also die Depressionen waren der Anlass, in die Erziehungsberatungsstelle zu kommen, um dort hatten sie dann die Chance, verschiedene Sachen einfach mal anzusprechen. Mhm. Ist das im Prinzip das, was die Erziehungsberatungsstelle bieten kann? Also in dem Fall war das so, dass ich das relativ schnell diesem Transjungen gegenüber auch angesprochen habe und das eine große Erleichterung bei ihm gewesen ist. Ja. Bei den Eltern auch? Erstmal nicht. Erstmal war das ganz schön schwierig für die Eltern. Der Vater hat in dem Fall auch versucht, alle möglichen Informationen zu kriegen, dass das nur eine Phase ist und dass sich das wieder geben wird und so weiter. Beim Vater hat es länger gedauert. Das sind übrigens auch so ein bisschen so die Beobachtungen, die Fachleute machen, dass sich Väter damit vielleicht ein bisschen schwerer tun oder anders damit umgehen. Ja, wissen wir nicht. Aber die Begleitung war einfach notwendig und es war dann sehr wichtig für den Transjungen, als der Vater auch ohne Wenn und Aber mitgehen konnte und ihn auch begleitet hat letztendlich, also in der weiteren Pubertät. Was geht denn in den Eltern vor? Also ich stelle mir das ziemlich schwierig vor, denn ich habe ja irgendwann mal so ein kleines Mädchen in die Wiege gelegt bekommen, in den Arm gelegt bekommen und damit einher gehen ja auch so ein paar Lebensplanung, die man nun mal hat. Also irgendwann wird sie die hübsche Prinzessin, die den Prinzen heiratet und wird wahrscheinlich eine tolle Chirurgin oder so. Das ist ja dann alles nicht mehr. Ja, das ist sowieso die Frage, was mit solchen Ideen ist, die wir als Eltern haben. Gut, aber man kann sich ja nie so ganz davon lösen. Dass ja, man schaut ja, natürlich, aber ja. Man hat ja zumindest die Idee, dass das kleine Mädchen ein großes Mädchen wird. Mhm. Es ist eine Verabschiedung davon, dass die beiden haben sich verabschiedet, dass sie eine Tochter haben. Das war auch ein schmerzhafter Prozess, das war auch traurig, aber der ist notwendig, um die Öffnung für was Neues, nämlich dass sie einen zweiten Sohn dazu bekommen haben, dass das geschehen konnte. Ja, die wirkliche Öffnung für ihr Kind, sage ich jetzt mal. Dass sie jetzt da einen Sohn haben. Und der Mensch bleibt ja der gleiche. Der Mensch bleibt der gleiche, ja, mit Wissen, mit Vorlieben, mit Musikalität, mit Kreativität, mit Witz, mit Humor, mit allem, was sie oder er mitbringt oder wir mitbringen oder der Mensch mitbringt, der bleibt der gleiche. Was macht uns denn aus? Ja, unser Menschsein, unsere Persönlichkeit. Und das ist ja viel mehr, würden wir alle, glaube ich, sagen, als Frau und Mann zu sein. Ja, das ist der erste Teil der Reise, herausfinden, was denn eigentlich los ist. Und dann kommt auch schon der nächste Schritt, nämlich mit Fachleuten zusammen überlegen, wie es weitergeht. Neben den Psychologen und oder Psychotherapeuten sind das auch Endokrinologen. So heißen die Ärzte, die sich mit Hormonen auskennen und so jemand ist Kirsten Salzgeber. Sie ist vor allem auch Kinderärztin mit diesem Spezialgebiet. Wenn sie einen neuen Patienten bzw. eine neue Patientin hat, dann gilt es erst einmal, einige Dinge herauszufinden. Also mein Job ist als erstes auszuschließen, dass nicht irgendeine organische Erkrankung dahinter steckt. Es gibt gewisse genetische Veränderungen, die dazu führen, dass männliche und weibliche Hormone anders wirken oder dass ein Mensch, dem man eher einem biologisch weiblichen Geschlecht zugeordnet hat, im weiteren Verlauf der Pubertät auf einmal feststellt, dass es doch ein Junge ist.
oder dass der Mensch einen Tumor in sich trägt, der männliche Hormone produziert. Also die organischen, somatischen Dinge, die kriege ich relativ leicht raus. Das ist kein großes Problem. Mit Untersuchung, Ultraschall und Labor kann man da relativ schnell eine genaue Diagnose fällen. Es gibt wie in allem typische Fälle, wo aufgrund, ja, wie der Mensch einem einfach gegenübertritt, die Dysphorie zu spüren ist. Ich glaube, das Schwere sind so die Graufälle in der Mitte. Da zu sagen, geht es eher in die Richtung, geht es eher in jene Richtung, da ist wichtig, dass sich alle Beteiligten Zeit lassen. Eine Dysphorie, das Wort kannte ich vorher auch nicht, bedeutet in Bezug auf Menschen, die transgeschlechtlich sind, dass eine Person immensen Stress empfindet, weil ihre angeborene Geschlechtsidentität nicht mit dem Geschlecht übereinstimmt, das ihr bei der Geburt zugewiesen wurde. Ja, sich Zeit lassen, das sagt sich so einfach, aber die körperliche Entwicklung in der Pubertät geht ja weiter. Da gibt es die Methode, Pubertätsblocker zu geben, also Hormone, die die Pubertät stoppen, damit man Zeit für Entscheidungen gewinnt. Wann das angesagt ist, ist ziemlich unterschiedlich. Es gibt so einen gewissen Zeitstrahl, wo empfohlen wird, wann man was macht. Für mich wichtiger als das Geburtsdatum ist aber die Reife, der Entwicklungsstand des Kindes. Weil wenn man mal in eine 8. Klasse geht, stellt man auch fest, da sind welche drin, die sind schon viel reifer, die hinterfragen Dinge. Und das sind welche, die sind noch sehr kindlich strukturiert. So als grobe Orientierung kann man sagen, eine Pubertätsblockade kann ich erst anfangen, wenn die Pubertät auch da ist. Das heißt, ich brauche eindeutige pubertäre Entwicklungszeichen, jetzt nicht wie Pickel, Schweißgeruch und Stimmungsschwankungen, sondern bei den Mädchen eine eindeutige Brustentwicklung und bei den Jungs ein eindeutiges Wachstum des äußeren Genitals, insbesondere der Hoden. Erst dann ist eine Pubertätsblockade indiziert und auch nur dann, wenn durch den Beginn der Pubertät eine eindeutig nachvollziehbare Dysphorie entsteht. Wenn die Jugendlichen sich wohlfühlen, so wie sie sind, dann muss auch nichts blockiert werden. Und mit einer geschlechtsangleichenden Hormontherapie fangen wir erst dann an, wenn wirklich 100% klar ist, dass ein Wechsel des biologischen Geschlechts gewünscht ist, dass das Kind begreift, was für Konsequenzen das hat, dass die Eltern oder ein unterstützendes soziales Umfeld da ist, weil wir wissen, dass die Transition nicht gut gelingt, wenn der Mensch alleine ist. Der braucht einfach Unterstützung und Hilfe. Und ich ein entsprechendes Gutachten von Psychologen oder Psychiater habe. So viel zu den medizinischen Schritten, die anstehen können. Was Pubertätsblocker aus psychologischer Sicht bringen, das habe ich auch mit Sigrid Stiemert-Strecker besprochen. Also was vor allen Dingen der Gewinn ist, ist, dass man Zeit gewinnt für die Entscheidung, wo soll es denn hingehen. Ist es tatsächlich so, dass es eine transidente Entwicklung ist oder spielen eventuell andere Themen eine Rolle wie Homosexualität, Bisexualität, Nonbinarität? Bin ich eventuell auch beides? Darf ich beides sein? Wie kann ich damit leben? Also es sind viele Fragen, die dann da auftauchen. Wichtig bei den Pubertätsblockern ist, dass die gleich zu Beginn der einsetzenden Pubertät gegeben werden müssen. Also man darf nicht so lange warten. Wenn Sie sich vorstellen, dass der Stimmbruch schon eingesetzt hat, dann gibt es schon Kehlkopfveränderungen und dann bin ich schon bis zu diesem Stadion und das ist nicht mehr dann reversibel. Von einer Endokrinologin, die Sie auch interviewt haben, habe ich einfach gehört, dass ihr zum Beispiel sehr wichtig ist, die Kinder schon vor Eintritt der Pubertät zu kennen, wenn sich so eine transidente Thematik andeutet. Ja, dann kennt sie die Kinder schon, dann kann sie begleiten, dann kann sie sie einmal oder zweimal im Jahr kurz sehen und dann kann sie aber auch bereitstehen, wenn wirklich die Pubertät startet.
Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es sehr, sehr mühsam, weil finden Sie mal einen Kinderendokrinologen von jetzt auf gleich, das geht nicht. Finden Sie mal einen Kinderarzt von jetzt auf gleich. Genau, das ist die Schwierigkeit, die wir haben und da habe ich wirklich viel gelernt, dass ein wichtiger Punkt ist, die Eltern dahingehend zu begleiten. Scheuen Sie sich nicht, eventuell rechtzeitig sich jemanden zu suchen, der Sie gegebenenfalls bei Einsätzen der Pubertät medizinisch gut begleitet. Zeit gewinnen, das ist das Ziel bei der Gabe von Pubertätsblockern. Zeit, um darüber nachzudenken, wer bin ich wirklich? Welcher Teil meines Körpers passt nicht zu mir? Was muss ich ändern? Und was kann auch so bleiben und gehört auch zu mir? Und es ändert sich aktuell eher so, dass es breiter wird. Das Spektrum, wohin die Entscheidung geht, auch wie der Körper sein soll, was für die Jugendlichen oder jungen Menschen dann relevant ist, das weitet sich gerade. Und das finde ich sehr, sehr gut letztendlich. Das heißt, was passiert dann jetzt? Wenn Sie sich vorstellen, ein junger Mensch hat jetzt die Pubertätsblocker, dass die Menstruation zum Beispiel, also ein Transjunge, dass keine Menstruation einsetzt, dass das Brustwachstum nicht weitergeht und so weiter, dann gibt's die Zeit zu schauen, wie ist denn seine Entwicklung, ja, und was möchte er irgendwann haben? Und ist es so, dass mit 16 noch mehr klar ist, er fühlt sich als Junge und dann kann man gemeinsam mit dem Endokrinologen, der Endokrinologin entscheiden, okay, jetzt gibt's die ersten Hormongaben, damit einfach auch das Testosteron seine Wirkung haben kann im Körper und all diese Schritte. Und dafür hat man halt Zeit und kann das gut überlegen und kann dann auch schauen, wie lebe ich denn als Junge? Sehr interessant, ein Kinder- und Jugendlichentherapeut ist eigentlich dafür auch so für so eine Alltagserprobung. Ja, man muss gucken, wie geht's mir denn als Junge mit dem neuen Namen in der Schule und solche Dinge, ja, um zu überprüfen, passt es letztendlich. Also erst die Alltagserprobung. Und der nächste Schritt oder der spätere Schritt sind oft irgendwie die angleichenden Operationen, die dann notwendig sind oder gewünscht sind. Was beobachten Sie an diesen Kindern und Jugendlichen? Was erzählen die so? Welche Schritte gehen die erstmal? Ziehen die andere Klamotten an oder haben andere Frisuren oder wie fangen sie an? So anders sind die Klamotten gar nicht, ja. Wir müssen nur selber immer reflektieren. Also eine Kollegin hat gerade einen Jungen in Beratung, da wird es vermutet vom Kinderpsychiater, der hat lange blonde Haare und geht immer in Kleidern in die Schule, geht aber ganz normal auch auf die Jungentoilette und zieht sich auch mit den Jungs um, also geht auch mit den Jungs turnen, so. Aber er zieht halt Kleider an und hat diese langen Haare und ist so nach außen hin weiblich. Und ich glaube, das ist so vielleicht so ein Beginn, kann der nicht einfach so leben, ja? Okay. Ist es vielleicht gar keine Transidentität, sondern der mag einfach Kleider und lange Haare. Es gibt ja mittlerweile viele Männer mit langen Haaren, da hat sich ja auch was geändert. Ja. Und wichtig ist da, denke ich, zu schauen, dass wir da schon noch ziemlich eng sind. Also Mädchen mit Hosen und Schlapper-T-Shirts, Baggy-Pants, kein Problem. Aber wie ein Junge zieht mal ein Kleid an, also oder ein Rock, dann wird's irgendwie merkwürdig. Da reagieren wir drauf. Aber es gibt auch Kulturen, wo die Männer Kleider tragen. Ja, das muss man sich auch immer wieder vergegenwärtigen. Und das gab's ja auch in früheren Zeiten. Vielleicht werden wir da einfach offener. Und je mehr Möglichkeiten es gibt, umso weiter können da einfach Kinder und Jugendliche sich, glaube ich, entwickeln und frei entscheiden, was für sie wichtig ist. Name war auch noch so ein Stichwort. Sie haben erzählt, das macht tierisch viel mit einem. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass so ein Name so viel ausmacht. Naja, mir hat ein Transmann mal erzählt, man kann sich das ähnlich vorstellen, wenn man selber mal einen Spitznamen hatte in der Schule, den man nicht mochte. Und wenn man sich versucht, da wieder reinzuversetzen in diese Situation, wie es einem damit gegangen ist, dann kriegt man schon so die Gefühle, das will man gar nicht hören. Ja, das bin nicht ich und das stimmt nicht, das trifft's nicht. Und ähnlich ist es mit diesem Dead Name sozusagen, also der Name, der dann abgelegt wird. Und das ist mit so der Beginn, dass es in eine gute Richtung geht. Also das ist mein Erleben, dass transidente junge Menschen, dass das ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist. Auch die Anerkennung zu kriegen von anderen. In der Schule ist es ein wichtiger Schritt. Da passiert mittlerweile sehr viel, weil das kann man relativ unkompliziert machen. Bis hin, dass sogar Rektoren
doppelte Zeugnisse schreiben, noch bevor die Personenstandsanerkennung durch ist, damit die später irgendwie, auch wenn sie eine Ausbildung machen, das Zeugnis schon bekommen mit ihrem Namen und sich nicht erklären müssen. Also so, da ist relativ viel möglich bei gutem Willen sozusagen und bei gutem Willen und zuhören, was der junge Mensch braucht und wie er unterstützt werden kann. Das heißt, Sie füllen das Zeugnis zweimal mit unterschiedlichen Namen aus? Also ein Rektor hat das mal gemacht. Das ist ja eine super Idee eigentlich. Genau, damit einfach auch das, obwohl die Personenstandsänderung noch nicht durch war, aber wenn hat er das trotzdem gemacht. 10. Klasse und als die dann durch war, gab es die 10. Mhm. Und dann gab es einfach das Abschlusszeugnis mit dem neuen Namen. Ja. Super Idee. Das ist cooler Direktor. Gut. Ja, schon. Gibt es manchmal. Ein offener Mensch, der auf die Kinder und auf die Jugendlichen guckt, ja. Welche Rolle spielen die Eltern in dieser Phase? Eine ganz wichtige Rolle. Familie spielt eine wichtige Rolle. Können die mitgehen? Können die mitgehen mit dem neuen Namen? Können die hinter ihrem Kind stehen? Können die da einfach auch merkwürdige Fragen aus der Nachbarschaft selbstbewusst beantworten und auch vielleicht gegenüber den Großeltern hilfreich sein etc.? Die gibt's ja auch oft noch. Wie gehen die damit um? Die müssen sich auch von der Enkeltochter verabschieden und einen Enkel dazukriegen. Wie geht's denen? Wie geht es? Also ich glaube, die Jugendlichen brauchen einfach wirklich viel, viel Begleitung und Unterstützung. Das ist wichtig. Und auch aus dem Freundeskreis, ja. Die sind auch sehr wichtig, ja. Wer hilft den Eltern in dieser Phase? Es gibt eine sehr gute Selbsthilfegruppe hier in München. Selbsthilfegruppen sind da immer sehr hilfreich, weil einfach da zusammenzusitzen, zu erzählen, wie geht es mir, welche Probleme tauchen auf, welche Gedanken habe ich, welche Gefühle sind da, auch mal weinen zu können. So vom Miteinander her ist das wichtig. Also es, auch bei der Trans-Inter-Beratungsstelle gibt es die Möglichkeit, dass die Eltern beraten werden, aber halt auch in den Beratungsstellen. Also ich hatte über die Zeit hinweg einige Eltern, die ich so begleitet habe. Das war gar nicht so viel, ja, wenn die anfangen und auf dem Weg sind und merken, das geht weiter, das ist anstrengend, das ist mühsam, aber es ist der richtige Weg, es fühlt sich richtig an, die Erleichterung beim Kind ist spürbar, wenn man sich auf den Weg gemacht hat und wenn die Eltern bereit sind zu reflektieren und sich Zeit dafür zu nehmen, dann ist das ein wichtiger Schritt. Und da sind Sie als Erziehungsberatungsstelle auf jeden Fall auch eine gute Adresse, um einfach mal Sachen sortiert zu kriegen. Richtig. Und aktuell ist einfach nochmal zu betonen, dass es ganz wichtig ist, weil die Versorgungslage auch mit Psychotherapeuten unzureichend ist, dass die Wartezeit sehr lang ist und im Prinzip dann noch einen Psychotherapeuten, eine Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche zu finden, die da auch mit dem Thema gut zurechtkommt, die offen ist für das Thema, die vielleicht sogar spezialisiert ist auf das Thema, das macht es nochmal schwieriger. Ja. Also es ist und die viel, Zeit drängt ja dann, wie wir eben festgestellt haben. Die Zeit drängt, die Endokrinologin, den Endokrinologen zu finden, die Psychotherapie zu finden, ist mühsam. Die Selbsthilfegruppe kann ganz hilfreich sein, ja, für Gespräche. Und wenn aber dann Dinge auftauchen, die doch tiefer gehen, dann hat mir einfach die Leiterin der Angehörigengruppe auch erzählt, ja, auch die machen Beratungsgespräche, aber das ist einfach begrenzt. Sie machen das ehrenamtlich und sie ist da eigentlich sehr froh drum, dass sie einfach manchmal an die jeweiligen Erziehungsberatungsstellen auch verweisen kann, dass da fachlich, professionell der Weg ein bisschen weiter beschritten werden kann und Unterstützung der Eltern. Weil am Ende soll ein glückliches Kind rauskommen. Ja, und eine zufriedene Familie. Weil, und um das nochmal ganz deutlich zu sagen, das ist nichts, was man aussitzen kann. Transidentität gibt es einfach. Und je früher man beginnt, das Kind zu begleiten, desto glücklicher wird das Kind. Naja, die Depressionsquote ist sehr hoch. Suizidalität, also sprich Suizidgedanken, nicht mehr leben wollen, nicht mehr so leben wollen. Ja, bei Jugendlichen ist es immer wichtig bei Suizidalität, dass es gar nicht darum geht, gar nicht mehr leben zu wollen, sondern so nicht mehr leben zu wollen, da auch zu begleiten. Und je länger das dauert, das weiß ich zumindest von einigen transidenten Menschen, dann begleitet es einen dann schon, auch im späteren Leben tauchen manchmal ja wieder die Phasen auf oder die Bedürfnisse aus der Jugend.
Und wenn da eine lange Phase der Depressivität war, dann ist es schon auch so, dass das wieder auftauchen kann. Ja? Und das einfach zu verhindern, dass es solche schweren Zeiten gibt, das glaube ich, ist ganz was Wertvolles. Wenn das Eltern irgendwie hinkriegen für ihre Kinder, dann ist das das größte Geschenk, was sie ihnen machen können, sie da gut zu begleiten. Sigrid Stiemert-Strecker von der Caritas Erziehungsberatungsstelle in Sendling war das. Mein Kind ist trans, ein Thema, über das man sprechen sollte, auch wenn es schwierig ist. Manchmal schon allein deshalb, weil es so viele Begrifflichkeiten zu beachten gibt. Aber als Christ kann man doch gar nicht anders, als die Einzigartigkeit jedes einzelnen Menschen als Gottes Willen zu erkennen. So sehe ich das jedenfalls. Ich bedanke mich für die Interviews bei Sigrid Stiemert-Strecker und Kirsten Salzgeber. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe, es ging Ihnen genauso. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, sagt Brigitte Strauß. Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Produziert vom MKR.